Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Folge Südtirol aktuell im Gespräch. Heute zu Gast Otto Malknecht, dem Rechtsanwalt und Generalsekretär der Freiheitlichen Partei Südtirols. Grüß Gott, Herr Malknecht. Grüß Gott und danke für die Einladung. Gestern hat die Landesregierung verschiedene Anpassungen der Corona-Maßnahmen gemacht. Unter anderem gilt ab jetzt für Servicekräfte keine chirurgische Maskenpflicht mehr, sondern stattdessen normale Textiltücher. Wie können Sie sich diesen Schritt erklären, weil das bringt ja eigentlich gar nichts, solche Tücher? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Also die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, wie sie in den letzten Wochen gemacht worden sind, die sind wahrscheinlich eben so aus einem Gefühl heraus, machen wir halt irgendwas, aber ob das wirklich sinnvoll ist, das wage ehrlich zu bezweifeln. Also zum Glück sind jetzt diese FFB-Masken nicht mehr vorgeschrieben, weil da haben die Servicekräfte überhaupt keine Luft mehr bekommen. Das war sehr schlimm und ich finde, man sollte eben gerade jetzt, wo eigentlich die Infektionszahl eben sehr deutlich zurückgegangen ist, sollte man schon die Kirche im Dorf lassen. Ja, weil heute hatten wir 3 Infektionen auf 900 Tests und ja, wie sind da überhaupt noch die Maßnahmen gerechtfertigt? Gibt es da eine rechtliche Grundlage? Ja, jetzt auf staatlicher Ebene ist ja der Notstand, der dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja jetzt verlängert worden. Wir sind offiziell in Phase 2, Phase 3. Aber ja, ob es gerechtfertigt noch ist, das müssen Sie jetzt an Virologen fragen. Aber letztendlich entscheiden ja die Rechtsexperten, nicht die Virologen. Mein Eindruck ist, dass da jetzt diese Sache ziemlich vorbei ist und die Maskenpflicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist, ich persönlich bezweifle es. Und wie kann dann ein Herr Conte den Notstand weiter verlängern, wenn es überhaupt keinen Notstand mehr gibt sozusagen? Es gibt den ja gar nicht mehr. Naja, ob es den gibt oder nicht, das ist ja jetzt nicht Ihre oder meine Meinung, sondern es ist ja sozusagen Beschluss rechtlicher Natur, wo es offiziell einfach so festgestellt wird. Ne? Das ist dann die Grundlage. Ja, aber es muss ja Fakten geben, es muss ja eine bestimmte Zahl geben, woran man das festmacht. Wann ist dein Notstand gegeben? Ich weiß es nicht, was die Grundlage für die Regierung war, das jetzt zu verlängern oder ob die da bestimmte Zahlen im Auge haben. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist einfach da und das ist ja die Grundlage dafür, dass dann eben wieder Eingriffe in die Bürgerrechte erfolgen können. Dann müssen Sie als Rechtsanwalt ja Bauchschmerzen bekommen, oder? Wenn man so stark in die Bürgerrechte eingreift jetzt. Bauchschmerzen, also das jetzt, betrifft jetzt nicht nur mir als Rechtsanwalt, sondern eigentlich alle Bürger. Ich glaube, alle haben jetzt sehr gelitten unter diesen Maßnahmen der Corona-Zeit. Und als Freiheitlicher oder auch als Bürger generell wünschen wir natürlich möglichst viel Freiheit und möglichst wenige Einschränkungen von unserem Leben. Die Südtiroler Freiheit titelte heute: Kompatschos Diskothekenbestimmungen sind ein schlechter Witz. Hier wird jetzt auf die Immuni-App angespielt, ohne die man anscheinend keine Disco mehr betreten darf. Wie sehen Sie das? Ist das überhaupt rechtlich möglich? Weil da gibt es ja eine Diskriminierung einer Minderheit. Ja, also diese Immuni-App, diese Corona-App, die ist ja nicht verpflichtend vorgeschrieben. Umso erstaunlicher ist es, dass man da jetzt den Diskothekenbetreibern dieses Ei legt, weil wie soll das dann im Konkreten funktionieren? Ich muss jetzt da durchstehen, die Handys durchforsten. Was passiert denn dann, wenn jemand sagt, nein, ich will jetzt meine Privatsphäre zum Beispiel schützen und löscht sie dann, wenn er drinnen ist? Also das ist eigentlich eine Schnapsidee meiner Meinung nach. Man sieht ja bei der App, dass kaum jemand die installiert. Das ist eigentlich eher ein Schlag ins Wasser offensichtlich. Also wird das gar nicht von den Bürgern nicht angenommen. Also wird das auch nicht durchgesetzt dann wahrscheinlich in den Diskotheken, weil es gibt gar keine Grundlage dafür. Durchgesetzt, also wenn es eben vorgeschrieben ist, dann müsste es durchgesetzt werden, sonst gibt es dann halt wieder die Möglichkeit, dass die entsprechenden Strafen erteilt werden. Aber wie gesagt, es ist eine Sache, die natürlich sehr belastet hat, die Betreiber von solchen Lokalen und natürlich auch die einzelnen Personen. Also ich zum Beispiel möchte jetzt nicht so eine Überwachungs-App installieren. Wir haben heute den 15. Juli 2020, genau der Tag, an dem die Ticketpreise des Sanitätsbetriebes Südtirols um ca. 30% gestiegen sind. Ist es nicht einerseits eine Frechheit der Landesregierung, jetzt in der Corona-Krise so ein Gesetz umzusetzen?
Frechheit. Ich meine, für sowas ist wahrscheinlich nie der richtige Zeitpunkt, so eine starke Erhöhung einzuführen, aber auf der anderen Seite braucht man da offensichtlich das Geld. Also jetzt scheint es ja, dass man einen halbwegs erträglichen Deal mit der italienischen Regierung ausgehandelt hat. Dementsprechend wundert es mich eigentlich, dass man das jetzt wirklich so durchsetzen will. Also, der Landeshauptmann hat uns ja gerade gesagt, dass da diese Milliarde für heuer und nächstes Jahr eben schon so gut wie gerettet ist. Also warum? Na, aber überhaupt, wenn man ja von der Gesundheit der Bevölkerung spricht, dann sollte man ja nicht die Ticketpreise erhöhen. Oder was erwartet man sich dadurch? Geringere Wartezeiten? Könnte das auch sein? Ticket ist ja nichts anderes als ein Selbstbehalt. Das heißt, dass wir zahlen zuerst mit unseren Steuern eh für den ganzen Apparat und dann zusätzlich aber die einzelnen Leistungen in Anspruch nehmen. Es wird einfach, ja, ist ja indirekt eine Gebührenerhöhung, eine Steuererhöhung, wenn man so will, ne? Aber ein sehr unpassender Zeitpunkt. Klarerweise, ja. Sie schreiben auf Ihrer Webseite, Sie sind gegen den Impfzwang. Meinen Sie damit auch die Impfung gegen Covid-19? Ja, für Covid-19 gibt es ja derzeit weder eine Impfung noch einen Impfzwang. Aber unsere freiheitliche Position war eigentlich immer so, dass wir zwar nicht grundsätzlich die Impfungen ablehnen, aber eben eine Freiheit der Entscheidung den einzelnen Bürgern zugestehen wollen, so wie es etwa in der Schweiz oder in Österreich auch gehandhabt wird und eben nicht eine Pflicht Wird dabei bleiben eigentlich. es aber zu einem Impfzwang kommen bei Covid-19 oder kann man dagegen auch rechtliche Schritte einleiten? Wenn es der Staat verpflichtend einführt, dann wird es schwierig, sich dagegen zu wehren. Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit, in den Körper. Gut, Eingriffe in Rechte, in Bürgerrechte sind ja grundsätzlich denkbar, wenn ein anderes Rechtsgut geschützt Aber wird. hier geht es ja nicht nur um Aber Bürgerrechte, hier geht es sogar um den eigenen Körper. Also da ist ja auch schon die ja Menschenwürde schon, verletzt. Ist das überhaupt noch das mit hängt alles zusammen, Menschenrechten nicht? Also vereinbar? die Grundrechte der Bürger, egal in welchem Bereich, ne? Eingriffe sind denkbar und möglich, jetzt rein vom rechtlichen her, aber also ich halte es nicht für richtig und auch nicht für notwendig. Wer Angst hat eben und glaubt, dass er eine Impfung braucht, der soll das machen. Und andere kann auch nach reiflicher Überlegung und entsprechender Informationen auch sagen, nein, ich mache da nicht mit. Ne? Wie gesagt, Impffreiheit sollte der richtige Weg sein. Also wäre es dann sinnlos, zu Ihnen als Rechtsanwalt zu kommen und sagen, ja, ich klage jetzt gegen die Regierung, ich möchte nicht geimpft werden gegen Covid. Also es gibt ja momentan noch keine Aber wenn es so Pflicht, also wäre, ne? das, schauen, wie das ausgestaltet ist, aber grundsätzlich, wenn das als gesetzliche Grundlage ist, ist dann natürlich schwierig dagegen vorzugehen. Im Detail muss man sich dann anschauen, wie das eben ausgestaltet ist. Ne? Können Sie sich dann vorstellen, dass man sagt, ja, man darf dann nicht mehr in den Supermarkt? Das wäre nicht denkbar, oder dass man also die Bürgerrechte dann so extrem einschränkt. Wir haben ja leider jetzt in der Covid-19-Zeit erleben müssen, dass sehr vieles denkbar ist, was man vorher uns überhaupt nicht vorstellen können hat. Einschränkung der persönlichen Freiheit, Einschränkung der Religionsausübungsfreiheit, Einschränkung der Versammlungsfreiheit, Einschränkung der Erwerbsfreiheit, eigenen Beruf nachzugehen und vieles mehr. Wer hätte das nur gedacht, was da jetzt alles auf uns zugekommen ist? Ne? Deswegen muss man eigentlich mit allem rechnen, wenn man sowas erlebt. Sie haben drei Söhne, für diese wird wohl auch bald wieder die Schule losgehen. Ja. Sind Sie mit den aktuellen Vorschlägen der Landesregierung, des neuen Schulkonzeptes wegen Corona im Herbst einverstanden? Oder haben Sie da noch Verbesserungsvorschläge oder auch Forderungen seitens der Freiheitlichen Partei? Also wir wünschen uns grundsätzlich, dass die Schule möglichst normal, also vor sich geht und eben keinen so einen grünen, so einen roten oder wie soll man sagen, einen Notmodus eingeht. Wie es jetzt momentan ausschaut, will ja auch die Landesregierung diesen Weg gehen, dass man eben nicht da zum Beispiel Masken jetzt vorsieht oder dass plötzlich alternierender Schulbesuch und solche aus meiner Sicht Wahnsinnigkeiten, sondern es scheint in die richtige Richtung zu gehen, dass eben die Schüler mit einem bestimmten Abstand dann die Schule besuchen können und eine bestimmte Normalität einkehrt und gleichzeitig am Nachmittag aber auch eine Betreuung da ist. Was für mich jetzt die Frage ist, ich mache jetzt zum Beispiel die Privatschulen, also einer meiner Söhne besucht das Franziskaner-Gymnasium mit 30 Schülern im altehrwürdigen Schulgebäude, also da kann man ja nicht so einfach
mehr Platz. Und das ist jetzt für mich noch nicht klar. Aber grundsätzlich, wie jetzt die Landesregierung das jetzt aufstellt, scheint eigentlich mal in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Glauben Sie, das ist auf Druck der Eltern und Lehrpersonen entstanden, dass die Schule so halbwegs normal wieder losgeht? Ich denke schon, weil also meiner Meinung nach sind die Kinder und Schüler zählen zu den größten Verlierern von den ganzen Corona-Maßnahmen. Und deswegen ist sicher auch ein entsprechender Druck auf Seiten der Landesregierung zu spüren gewesen von den Bürgern, weil einfach viele Bürger gesagt haben, ja, was soll das? Ich meine, die Kinder lernen weniger, vor allem die Kleineren, die können ja gar nicht mit dem Homeschooling und selber mit Computer und so weiter umgehen, jetzt Volksschüler etwa. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Überforderung zeitlicher Natur, aber auch, was jetzt das Pädagogische betrifft, wenn da jetzt plötzlich die Eltern sollen die Lehrer ersetzen. Ich meine, die Lehrer haben ja nicht umsonst eine lange Ausbildung und das kann jetzt nicht von heute auf morgen dann längerfristig einfach die Mutter oder der Vater an deren Stelle treten. Eine letzte Frage noch. Hätten Sie bzw. die Freiheitlichen die absolute Mehrheit im Landtag, welches Landesgesetz würden Sie als erstes ändern? Also da wissen wir jetzt auf den falschen Fuß, weil es sind natürlich sehr viele Sachen, die wir besser machen würden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, als allererstes muss das und das sein. Also da bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, um mich vorzubereiten, um einfach zu sagen, aber natürlich hätten wir unsere eigenen Akzente und Schwerpunktsetzung. Herr Marknecht, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, politisch, beruflich und im privaten Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank.